Das Leben und das traurige Ende von Doris Day und ihrer Familie. Doris Day war Sängerin, Filmschauspielerin, Tierschützerin und lebende Legende. Ihre Karriere begann mit den Big Bands kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, und sie wurde schnell zu einem Showbusiness-Phänomen, mit vielen Hitplatten und der Nummer 1 an den Kinokassen des Landes. Bis heute ist sie der größte weibliche Boxoffice-Star in der Geschichte Hollywoods. Gleichzeitig repräsentierte sie das süße Mädchen des archetypischen amerikanischen Traums, ein Symbol für Hoffnung und Güte, ein Symbol, das sie selbst hasste. Sie wurde am 3. April 1922 in Cincinnati, Ohio, mit dem Geburtsnamen Doris Mary Ann Kappelhoff geboren. Ihr Vorname stammt von Doris Kenyon, dem Lieblingsstummfilmstar ihrer Mutter. Sowohl die Familie ihrer Mutter als auch ihres Vaters waren ursprünglich deutsch-katholischer Abstammung. Ihr Vater war Musiklehrer und Kirchenorganist in Cincinnati und sie hatte zwei ältere Brüder, Richard und Paul. Richard starb, bevor Doris geboren wurde. Die Eltern von Doris trennten sich, als sie noch sehr jung war und sie wurde von ihrer Mutter erzogen. Als aufgewecktes, aufgeschlossenes Kind und eine natürliche Darstellerin war ihre erste Liebe das Tanzen und ihr Filmidol war Ginger Rogers. Als junger Teenager tat sie sich mit einem einheimischen Jungen, Jerry Doherty, zusammen, trat vor Ort auf und gewann einen Talentwettbewerb in Cincinnati. Bevor sie eine neue Karriere voll ausschöpfen konnte, musste sie das Tanzen aufgeben, als ihr bei einem Autounfall der Knöchel gebrochen wurde und sie fast ein Jahr mit dem Knöchel in Gips verbringen musste. Während sie sich von ihren Verletzungen erholte, begann Doris, intelligent moderne Musik im Radio zu hören und wurde eine Bewunderung insbesondere der jungen Ella Fitzgerald. Sie nahm Gesangsunterricht bei einem lokalen Lehrer und ihr großes natürliches Talent wurde entdeckt und konnte sich entfalten. Innerhalb weniger Monate nach Beginn ihres Gesangsunterrichts bekam Doris ihre erste bezahlte Arbeit. Sie sang in einem lokalen Restaurant und beim Cincinnati WLW Radiosender. Eine ihrer Radiosendungen wurde von Barney Rapp gehört, die ein Orchester leitete und einen Nachtclub in Cincinnati besaß. Er suchte nach einer Sängerin, die seine schwangere Frau ersetzen sollte, und stellte die 15-jährige Doris, die ihm sagte, sie sei 18 Jahre alt, ein, nachdem er über 200 Mädchen vorgesprochen hatte. Doris hatte eine starke, reine Stimme und sah gut aus. Sie hatte ihr Metier gefunden, als Frontfrau einer Big Band. Auf Rapps Vorschlag hin änderte sie ihren Namen vom überlangen Kappelhoff in das flottere Day, den er wählte, nachdem er sie bei der Ballade Day After Day gehört hatte. Ihre Karriere sollte einen Sprung nach vorne machen und sie begann mit bekannteren Bandleadern wie Jimmy James, Bob Crosby, Bings jüngerem Bruder und Les Brown zu arbeiten. Doris lernte ihren ersten Ehemann Al Jordan kennen, als sie beide für Barney Rapp arbeiteten. Sie war 16, als sie sich kennenlernten, und Jordan, ein Posaunist, war 8 Jahre älter. Sie heirateten 1941, aber er erwies sich als eifersüchtig, besitzergreifend und gewalttätig. Das Paar bekam 1942 einen Sohn, Terry, und ließ sich im folgenden Jahr scheiden. Doris trat dem Les Brown Orchester wieder bei, was bedeutete, mit der Band zu touren und Baby Terry bei ihrer Mutter zu lassen. 3 Jahre lang hatte sie mit Brown großen Erfolg, sowohl live in Ballsälen als auch im Tonstudio. Ihr Privatleben war weniger glücklich. 1946 heiratete sie einen anderen Musiker, den Saxophonisten George Weidler, doch die Ehe wurde nach 3 Jahren geschieden. Im November 1944 veröffentlichte die Band Les Brown das Lied, das Doris zu einem großen Aufnahmestar machen sollte, Sentimental Journey, das auf Platz 1 ging und dort 6 Wochen lang blieb. Der Zweite Weltkrieg ging zu Ende und das schöne Lied hatte für viele Heimkehrer eine besondere Bedeutung. Für Doris war es der Beginn einer Phase immensen Aufnahmeerfolgs. Sie und das Les Brown Orchestra veröffentlichten weiterhin Hits wie Till the End of Time, The Whole World is Singing My Song und I Got the Sun in the Morning. Als sie 1946 die Band verließ, um unter Vertrag bei Columbia Records eine Solokarriere zu verfolgen, war sie die bestbezahlte weibliche Bandsängerin der Welt.
1947 suchte Regisseur Michael Curtis nach einem Ersatz für die schwangere Betty Hutton, für die weibliche Hauptrolle in seinem nächsten Film, einem Musical namens Romance on the High Seas. Doris wurde von ihrem Agenten überredet, für Curtis vorzusprechen, was zu einem Vertrag mit Warner Brothers führte. Sie war bereits als Radio- und Aufnahmestar berühmt und ihre ersten Filme zeigten natürlich ebenso viel Gesang wie Schauspielerei. Nach Romance on the High Seas im Jahr 1948 drehte sie zwei weitere Musical-Komödien, My Dream is Yours und It's a Great Feeling im Jahr 1949. Doris war ein sofortiger Erfolg und sie lieferte weiterhin erstklassige, professionelle Auftritte in ihren folgenden Filmen für Warner Bros. Wie I'll See You in My Dreams und Storm Warning im Jahr 1951 ihrem ersten nicht-musikalischen und April in Paris im Jahr 1952. Darüber hinaus enthielten mehrere dieser frühen Filme unvergessliche Songs, die für Doris zu Hits wurden, wie It's Magic und Someone Like You. Mit der Veröffentlichung der Musical-Komödie Calamity Jane im Jahr 1953 wurde Doris zu einem vollwertigen Hollywood-Star. Der Western-Themenfilm spielte Howard Keel mit und enthielt einige denkwürdige Songs, darunter The Deadwood Stage, The Black Hills of Dakota und Secret Love, die den Oscar für den besten Originalsong gewann und Doris' vierte Nummer 1 wurde Singletreffen. Nachdem sie 1951 ihren Agenten Marty Melcher geheiratet hatte, beschloss Doris, ihren Vertrag mit Warners nicht zu verlängern, als dieser 1954 endete. Ihre letzten Filme für das Studio waren Lucky Me und Young at Heart, beide im Jahr 1954. Fortan würde sie freiberuflich als Schauspielerin unter der Leitung ihres neuen Mannes. Als freiberufliche Schauspielerin verbesserte sich die Bandbreite und Qualität ihrer Rollen. Ihr erster Film war 1955 für MGM, Love Me or Leave Me, der auf dem Leben von Ruth Etting basiert, und sie wurde nicht nur für ihren Gesang, sondern auch für ihre Schauspielerei von der Kritik gelobt. Diesen Erfolg wiederholte sie 1956, als sie zusammen mit James Stewart in Der Mann, der zu viel wusste, spielte. Sie wurde von Regisseur Alfred Hitchcock für ihre Schauspielerei hochgelobt und sie hatte einen weiteren großen weltweiten Hit für den Oscar-prämierten Song des Films, Que Sera Sera. Die verbleibenden Jahre des Jahrzehnts brachten Doris eine Reihe von Hits mit The Pyjama Game im Jahr 1957, Teacher's Pet und The Tunnel of Love im Jahr 1958 und It Happened to Jane im Jahr 1959. Später im Jahr 1959 wurde sie mit Rock Hudson in Pillow Talk für Universal zusammengetan. Die Rolle brachte ihr eine Nominierung für den Oscar als beste Hauptdarstellerin ein und begann in den 1960er Jahren eine Reihe ähnlicher Filme mit romantischen und komödiantischen Themen. Mit Hudson drehte sie zwei weitere Filme, 1961, Lover Come Back, und 1964, Send Me No Flowers. Thrill of It All, und Move Over Darling, im Jahr 1963. Doris hatte 1966 mit The Glass Bottom Boat einen weiteren großen Hit mit Rod Taylor in der Hauptrolle, aber ein Versuch, das Szenario im folgenden Jahr mit Caprice zu wiederholen, scheiterte. Es war ein Zeichen der Zeit. Die Geschmäcker änderten sich, und Doris' unschuldige Raffinesse begann, passé auszusehen. 1968 drehte sie ihren letzten Spielfilm With Six You Get Eggroll. Trotzdem war ihr großer Filmerfolg zu Beginn des Jahrzehnts bemerkenswert und wurde nie übertroffen. Sie wurde 4 Jahre in Folge zum Top-Box-Office-Female-Star gewählt und war 10 Jahre in Folge in den Top 10. Doris' dritter Ehemann, der Filmproduzent Marty Melcher, starb im April 1968 plötzlich an einem Blinddarmriss. Später stellte sich heraus, dass die Millionen von Dollar, die Doris während ihrer Ehe verdient hatte, durch schlechte Investitionen verloren waren und dass Melchers Geschäftspartner Jerome B. Rosenthal hatte sie über 15 Jahre lang unterschlagen. Doris erhielt über 22 Millionen US-Dollar, obwohl sie schließlich nur einen Bruchteil der ihr zustehenden Summe erhielt. Eine weitere Folge von Melchers Tod war die Verpflichtung von Doris, eine Fernsehserie zu drehen. Doris hatte ein anfängliches Misstrauen gegenüber dem neuen Medium.
aber sie machte weiter und drehte zwischen 1968 und 1973 The Doris Day Show. 1969 gewann die Show für sie einen Golden Globe als beste Hauptdarstellerin in einer Fernsehserie. Doris drehte auch zwei Sondersendungen für das Fernsehen, The Doris Mary Anne Kappelhoff Special 1971 und Doris Day Today 1975. Doris vierte Ehe war 1976 mit Barry Comden, dem Maitre d' im Beverly Hills Old World Restaurant. Das Paar trennte sich nach 2 Jahren und ließ sich 3 Jahre später scheiden. Nachdem sie sich von Filmen und Live-Auftritten zurückgezogen hatte, widmete Doris ihr Leben ihrer größten Liebe, den Tieren. Bis zu ihrem Tod leitete sie die Doris Day Animal League in Carmel, Kalifornien. Ihr Sohn Terry Melcher starb 2004 im Alter von 62 Jahren an einem Melanom. 2004 wurde Doris von George W. Bush die Presidential Medal of Freedom verliehen. An der Preisverleihung im Weißen Haus konnte sie wegen akuter Flugangst nicht persönlich teilnehmen. Sie verbrachte den Rest ihres Lebens nicht als Einsiedlerin, wie manchmal dargestellt, sondern lebte ruhig und kümmerte sich um ihre Tiere in Carmel, Kalifornien. Sie starb am 13. Mai 2019 an einer Lungenentzündung. Sie war 97 Jahre alt. Ruhe in Frieden, Doris Day. Tschüss, Legende. Vielen Dank fürs Zuschauen, auf Wiedersehen.